herzlich willkommen Leute, ich habe euch heute was mitgebracht und zwar werden wir heute das hier auspacken. So Leute, dann packen wir das Ganze mal aus, würde ich sagen. Ich versuche mal so nah, wie es geht, in dem Stuhl ranzukommen. Wir sehen hier auch schon mein wunderschönes, kleines, provisorisches Kamerastativ hier neben mir. Habe ich euch mal kurz eingeblendet. Ich habe mir nicht einfach ein Stativ reingeklebt, weil das eigentliche Teil ist abgebrochen. Es dreht sich ja heute hier rum, um das Display von Welten im Wandel. Das habe ich gestern für 80 Euro geschossen. Das heißt, ist recht günstig gewesen. Ich bin gespannt, ob wir hier was drin haben werden. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon los. Ich habe mir echt Gedanken gemacht, was mache ich hiermit? Mache ich hiermit irgendwie Beat the Box? Mache ich damit Koops mit anderen Yuki-Pokémon-YouTubern? Aber da habe ich noch nicht so die großen Connections und deswegen werde ich das einfach alleine machen. Und alles klar, das Handy-Video ist jetzt auch gestartet. Das hatte ich gerade vergessen anzuschmeißen. Das heißt, ihr habt das gar nicht gesehen. Ich werde es euch möglichst gut zusammencutten. Ich habe hier auf jeden Fall ein paar Hüllen geholt. Ne? Die, falls wir gute Pulls kriegen, haben wir hier auf jeden Fall auch ein paar Hüllen parat. Und ja, ich habe schon mal angefangen, das Ganze hier auszupacken. Ich habe einen Check gemacht, ob die Booster original aussehen. Ihr habt es jetzt leider nicht gesehen. Aber ja, die sehen original aus. Wir haben jetzt hier unsere 36 Booster. Ich werde versuchen, ein Beat the Box zu machen. Also wir machen ein Beat the Box draus. Wir versuchen es nicht, wir machen es. Und wir fangen einfach an, indem wir uns hier... Boah, das ist das viele Booster, meine Fresse. Geil. Eigentlich will ich gar nicht alle aufmachen. Würde mir gerne welche zur Seite legen, aber mal schauen. Vielleicht höre ich irgendwann auf, wenn wir so krasse Puls haben, höre ich vielleicht irgendwann auf. Aber gut, wir fangen jetzt erstmal an. Das kommt aus dem Bild. Und let's go mit dem ersten Booster. Alles klar. Ich hoffe, das ist so für euch gut von den Kameraperspektiven her. So. Code wolltet ihr ja mal, dass ich die mal einbaue. Hier könnt ihr euch gönnen. Dann 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, das passt auch so mit der Kamera und sowas. Hier haben wir eine Energie. Können wir ja versuchen, in diesem Video mal wieder durchzuziehen, dass wir raten, welche Energie wir hier bekommen. Also eine Energie haben wir hier. Eine Giu Testo. Arboretos. Dann Cosmovum. Gladiantri, Leufeo, Smogon, Nasgnet, Snapke, Tandrak habe ich glaube ich noch nicht in Reverse Rare. Und dann haben wir als Rare noch ein Krawell. Die beliebteste Rare, die es überhaupt gibt, natürlich. So, packen wir die mal so zur Seite. Wir stapeln das alles so, dass wir es gut sortiert vor uns haben. Ja? Ich hoffe, das passt so. Nächstes Booster. So, und ich werde euch jetzt nicht alle Codes zeigen von den aus den Boostern, sondern halt gelegentlich mal welche. 1, 2, 3, 4. Weil ich die gerne auch vielleicht noch selber online einlösen möchte. Okay, wir haben ja eine Wasserenergie. Ein Öde des Chaos. Typ 0. Inselwanderschaftsabzeichen. Floink. Alola Sandan. Schnäppke. Smogon. Rotomurf. Gladiantri. Wolverock Holo. Achso, die war Reverse. Ups. Das habe ich nicht gesehen, dass die Reverse war. Und das Wolverock in Holo. Schön, schön. Immerhin eine Holo, oder wie sagt man? Immerhin eine Holo. So. Packen wir da hin. Nehmen wir mal von dem... Ja, wir bleiben bei dem linken Stapel, oder? Ich würde sagen, wir bleiben bei dem linken Stapel. Machen wir einfach mal weiter. Einfach nur... Also das ist, da muss ich zuschlagen. Also 80 Euro für ein ganzes Display, was normalerweise 120, 130 kostet. Ey, da kann man echt nicht meckern, oder Leute? Da kann man nicht meckern. Selbst wenn wir hier nicht viel draus pullen, dann sehe ich das trotzdem. Ich habe was an der Seite glitzern sehen. Eine Energie. Anorith. Duflor. Tracys Angel. Leufeo. Smogon. Nasgnet. Schnäppke. Wuffels. Ein Rotomurf. Reverse. Und dahinter haben wir ein Giflor. Die Standardkarte. Die Standardkarte. Also die wurde bei vielen Leuten gezogen, habe ich schon gesehen, auch aus diesem, dieses neue Set, wie heißt das denn, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben auch einige Leute daraus öfter mal das Duflor gezogen, unter anderem die Card Buddies. So, alles klar, also eine GX hätten wir hier schon mal, ist jetzt nicht die beste, ja, obwohl schön ist die eigentlich schon, aber ist jetzt nicht die beste, ne? Würde ich sagen, machen wir weiter mit diesem Booster hier. Solgaleo und Lunala, bitte bringt uns Glück. Also ich meine, noch müssen wir ja nicht bangen, wir haben ja noch einige Booster. Wir haben ja gerade mal 3 Stück von 36 geöffnet. Können wir ja noch alles drin haben. Und ich glaube,
glaube, ich habe hier schon wieder ein bisschen gespoilert. Ich glaube, ich habe was glitzern sehen. Aber das kann natürlich auch immer nur eine Einbildung sein, weil es an der Seite halt, kann halt mal so aussehen, ne? So, eine Feenenergie. Maho und Tracy. Skaraborn. Aranestro. Sesokitz. Golbit. Ein Araqua. Griffel. Onyx. Und ein Alola Sandan in Reverse. Und dahinter haben wir ein, siehste, ich sag ja, das kann nur mal so aussehen, allein wegen dem hier kann das schon so aussehen. Und ein Elfun in Rare. Alles klar. Auch kein besonderes Booster jetzt gewesen, muss man ja sagen. Es gibt auch einige Commons oder Uncommons, die auch was wert sind, aber die haben wir hier halt leider jetzt, glaube ich, noch nicht gezogen. Oh mein Gott, das sind so viele Booster, ey. Das ist einfach ein Kindheitstraum. Davon hat man früher geträumt, so Pokémon Display zu öffnen. Niemals. Das wäre damals nie möglich gewesen. Mit den finanziellen Mitteln. Man war schon froh, wenn Mami einem manchmal was mitgebracht hat. Das war der Burner. Wenn man so mal zwei, drei Booster mitgebracht bekommen hat aus der Stadt oder so, das war einfach schon der Hammer. Das ist einfach so Glücksgefühle. Ne? Und wenn man dann noch was Cooles gezogen hat, wie zum Beispiel ein Bisaflor oder so. Also ich rede jetzt von dem Base-Set. Ne? Ich habe damals da wirklich schon gesammelt. Da ging das so los bei uns. Wir haben das auf dem Schulhof gedealt und sowas. Das hat schon echt mega Spaß gemacht. Und das hier ist einfach ein Kindheitstraum. Also könnte ich nochmal so ein Base-Set-Ding auspacken, die heutzutage leider so teuer sind. Ich würde es so feiern. Okay, wieder eine Wasserenergie. Lillys ganze Kraft. Entschluss. Ignivor. Ich meine, vielleicht wird uns das ja irgendwann mal möglich sein, durch irgendeinen netten Zuschauer oder ähnliches. Das wäre natürlich, wie gesagt, ein Traum, falls es mir jemand ermöglichen möchte. Ich bezahle dafür auch gerne, nur halt nicht so übermäßig viel. Ein Starlos Reverse haben wir hier und dazu noch ein Turtok und Plinfar. Ey, wie cool! Das ist ein guter Pull, würde ich sagen, oder? Habe ich auch noch nicht. Schön. Ein Turtok und Plinfar. Plinfar GX. Könnte besser gecuttet sein, aber an sich eine sehr, sehr schöne Karte. Unsere zweite GX, diesmal sogar eine Tag Team. Und unser Starlos Reverse kommt natürlich auch hier hin. Ich glaube, die fehlt mir auch noch. Also ich möchte mir hier in diesem Raum wirklich ein Zimmer schaffen, nur dazu für uns euch zur Info, wo ich wirklich solche Unboxings und Pokémon-Videos und sowas für euch drehe. Ja? Deswegen habe ich mir hier auch dieses Regal eingerichtet mit Pokémon-Produkten und ich hoffe, euch gefällt das. Und vielleicht seht ihr auch mal was im Hintergrund, was ich auspacken soll. Vielleicht auch mal in Zukunft, was ich verlosen soll. Das sind meistens alles OVP-Produkte hinter mir. Und ja, ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn sich mal hier eine kleine Zuschauerschaft gebildet hat, die regelmäßig mit dabei ist, was mich sehr freuen würde. Dann kann man über solche Sachen natürlich in Zukunft reden. So, wir machen ein Turtok und Plinfar Booster auf, nachdem wir die Karte gezogen haben. Okay, machen wir. Ich möchte auch, weil das jetzt hier einfach so viele Booster sind, ich weiß auch gar nicht, wie lange das Video dann im Endeffekt sein wird bei meiner Geschwindigkeit. Ich würde halt gerne nicht zu lang werden. Also ich möchte nicht, dass es zu lang wird. Gerade wenn ich so dann auch noch zwischendurch irgendwelche Sachen erzähle, kann das schon recht sich in die Länge ziehen. Was ich eigentlich, ja, weiß ich nicht. Ich habe auch echt lange überlegt, ob ich das vielleicht in zwei Videos dann aufteile oder ähnliches. Die liebe Plüschi hat mir geantwortet, ich war bei ihr im Stream, hat dann mal gefragt, was sie machen würde. Sie hat gesagt, ich würde es an einem Stück, in einem Video, würde ich das auspacken, komplett. So, jetzt hier mal wieder ein Code für euch, ne? Gönnt euch. Wir haben schon wieder nicht geraten, was für eine Energie wir haben. Egal, okay. Eine Energie. Mediras. Ein Rotom. Ein Typ 0. Yoklef. Algit. Pikachu, ich liebe Pikachu-Karten, ich liebe Pikachu-Karten. Pikachu ist so ein All-Time-Favorite eigentlich, was ich eigentlich nicht so cool finde, aber ich mag Pikachu dann trotzdem irgendwie. Und ich habe auch, wie gesagt, mit dem Base-Set angefangen, auch mit der Serie, die zu gucken und sowas. Ein Gladiantri, Nase genäht und deswegen dürft ihr mir da nicht böse sein. Nase genäht und ein Swarones. Auf jeden Fall muss hier noch Dämmmaterial rein, in dieses Zimmer, ganz wichtig. So, Code einmal zur Seite. Und wieder vier Karten. Und ich glaube es auch immer noch nicht. Habt ihr das Video gesehen, wo ich das Arcoil Arceus Dingsbums Artwork da gezogen habe? Das Alternative. Hammer. Eine Elektroenergie. Ein Bestienit. Ein Teamruf, die geht ein bisschen was. Arboretos. Flabébé. Seemops. Natu. Mebrana.
Miniras. Oh, das Pikachu in Reverse Rage. Schön. Und dahinter haben wir noch eine Roller Skaterin. Hey, schöne Karte. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Hammer. Schön. Und vom Schnitt her, boah, ich bin am Zittern. Lul. Schnitt her, vom Cut ist es eigentlich auch ganz in Ordnung. Schön, schön, schön. Schöne Karte. Nehme ich doch mit. Ist es ein Secret Rare? Ihr müsst mich echt mal in den Kommentaren aufklären, wie man die Seltenheiten hier bei Pokémon bestimmt. Ob das eine Secret Rare ist, ob das eine Ultra Rare ist, ob das. Also, ich blicke da noch nicht ganz hinter. Ich habe mir da schon immer wieder halt Videos angeguckt und so, aber ich komme da irgendwie noch nicht ganz hinter. Also es wäre super nett, wenn ihr mich dahingehend mal aufklären könntet. Also wir haben hier jetzt 3 Hits, würde ich sagen. 3 ja, schöne Hits. Dann immerhin eine Holo. Ne? Wie sagt man so schön? Hashtag immerhin eine Holo. Und dann noch einige Reverse, die ja eigentlich schon garantiert sind. Ne? Die sind doch garantiert, ne? In einem Booster Pack ist immer mindestens eine Reverse drin. Meine ich zumindest. Code wieder zur Seite, 4 Karten nach vorne. Und dann schauen wir mal eine Psychoenergie. Alles klar. Sieht man die Karten? Passt schon. Okay, eine Psychoenergie haben wir hier. Ein Voluminas, ein Fluffluff, ein Pyroleo, ein Sneebel, ein Natu, ein Knackleon, ein Seemops, ein Quatermark, ein Zierpeise in Reverse Rare. Okidoki. Und dann noch ein Fletiamo. Fletiamo, Fletiamo. Alle Karten, die ich hier zu oft habe, die ich nicht mehr in meinem Ordner brauchen würde, werde ich übrigens wieder bei Card Market reinstellen. Also wenn ihr dahingehend Interesse habt, könnt ihr euch gerne mal in meiner Videobeschreibung vorbeischauen. Da habe ich den Link reingepackt unter meine Karten, Doppelpunkt. Und dann findet ihr da meinen Account. Beziehungsweise habe ich mir da so einen eigenen Link gemacht. Ne? collectandtrade.ycm ist es, glaube ich, oder /ycm. collectandtrade.de/ycm müsste es eigentlich sein. Hier mal wieder ein Code für euch. Gönnt euch. Und dann 4 nach vorne. Weiter geht es. Mit unserem Pokémon. Ach, ich bin wieder nicht geraten. Okay, eine Feuerenergie. Ich glaube, ich werde das niemals reinbekommen, oder? Dann ein Tangolos, ein Turner, ein Pliprin, ein Natu, ein Knackleon, ein Seemops, ein Quatermark, ein Bautz, ein Plinfer in Reverse. Oh, schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und ein Golgantes. Ich finde es schon fast schade, die ganzen Booster nicht optimal zu öffnen. Sollen wir mal ein, ihr seht es zuerst, Pack machen? Ich meine, ich kann das jetzt sehen, wenn ich, also ich sehe mich selber auf meinem Bildschirm, von meinem iMac. Aber wenn ich einfach weggucke und euch die Karten zeige, dann sehe ich sie halt nicht. Ich glaube, wir machen jetzt mal ein, ihr seht es zuerst, Pack. Wie der gute Zero das auch manchmal macht. So. Packen wir den Code einmal weg und dann packen wir 1, 2, 3, 4. Und jetzt machen wir mal ein Ihr seht es zuerst Pack. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin. So, ich gucke einfach mal runter und ihr kriegt jetzt hier die dessen Karten zu sehen. Ich noch nicht. Vielleicht ist ja was Gutes. Vielleicht. Alles klar, eine Blattenergie und wir haben schon wieder nicht geraten. Oh, die sind ein bisschen off-center. Aber nicht schlimm. Dann ein Misty und Lorelei. Galoppa. Vibrava. Algit. Pikachu. Teddy Ursa, Nasgnet, Fleufio. Oh, schön. Eine Mimikma. Trainerkarte. Das ist hübsch. Das ist hübsch. Und dahinter haben wir noch ein Bismarck in Holo. Immerhin eine Holo. Eigentlich müsste ich die auch direkt in Höhlen packen. Aber ich habe nicht mehr so viele Höhlen, deswegen spare ich mir das ein bisschen auf. Ah, ich glaube, 4 Stück von diesen sind immer in einem Display mindestens. Ich glaube, so war das. Alles klar, weil ich denke, dass wir nicht mehr so viel davon ziehen, werde ich die mal hier mit beipacken. Die kann ich sogar noch ein bisschen hochschieben, man sieht das ja trotzdem noch. So, alles klar, nächstes Booster. Ich finde, die Booster sehen auch immer so schön aus. Das man möchte es nicht kaputt machen, man möchte es nicht kaputt machen, aber man muss es. Vielleicht kriege ich auch irgendwie noch so ein Display ran, günstig. Ich halte auf jeden Fall die Augen offen im Internet. Das Ganze habe ich jetzt über so eine Online-Plattform quasi bekommen. Den einfach angeschrieben und gesagt, also der hat es für 90 drinstehen, ich weiß nicht, ob ich vorhin schon gesagt habe, der hat es für 90 drinstehen, ich habe gesagt, okay, für 80 hole ich es ab. Und dann habe ich halt, habe ich jetzt schon den Kartentrick gemacht. Wir haben eine Psychoenergie. Nein, schade, eine Kampf. Okay, ich habe, zumindest diesmal habe ich geraten, ja. Ich verbessere mich stetig. Ich bemühe mich stets.
Lilith ganze Kraft, Paragoni, Alola Slimer, Magnetilo, Evoli. Sieht man auch selten, Evoli. Flabébé, eine Rollerskaterin. Nochmal, aber diesmal als Reverse Rare und in normal, also nicht Secret oder was auch immer. Packen wir hier hin und unsere Rare ist ein Sabonier. Sabayone. So. Gut, mal hier zur Seite. Wir haben es noch nicht raus. Da muss auch ein guter Pool kommen. Eine goldene oder. Oh, die gehen auch nur noch 10 Euro, oder? Also, es wird schwer, die 80 Euro zu bieten. Auch wenn ich nur 80 Euro gezahlt habe, ist es trotzdem schwer, dieses Display zu bieten, würde ich sagen. Einfach weil. Diese Karten, die sind halt jetzt langsam eingependelt und haben ihren Preis ungefähr gefunden. Und deswegen wird es, glaube ich, schwer, weil die halt alle natürlich im Preis dann immer gesunken sind. Aber gut, ach, wir haben diesmal nicht geraten. Okay, eine Feenenergie. Ist das ein gutes Zeichen? Liebe Feen, gebt ihr uns Glück. Lilie, Blitzer, Pantagro, Alola Slimer, Magnetilo, ein Evoli, ein Flabébé, ein Sneebel, ein Oh, Kursela und Super Sandro in Reverse. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Und ein, okay, Felinara. Ich freue mich ja schon auf die neuen Karten, die dann demnächst im Februar rauskommen. Freue ich mich wirklich schon sehr drauf. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen wieder rein investieren und dann auch mit euch viele Unboxings machen und so weiter. Wie von hier diesen da, Hoplo und sowas, was ich ja auch schon geöffnet habe, aber noch nicht hochgeladen habe. Ich habe ja einige Videos im Petto, aus meiner alten Wohnung sogar noch. Da haben wir dieses Setup hier noch nicht. Deswegen darf ich eigentlich das hier noch nicht hochladen. Erst wenn die anderen Videos alle online sind. Mika, Professor Eis Vorbereitung, Alola Mauzi, Krasla, Quadamark, Miniras, Bautz, ein Silokids in Reverse, hatten wir das schon? Ne, ich glaube nicht. Und ein, Solgan Leo und Lunala GX. Das ist, würde ich sagen, auch wieder ein Hit. Ob das viel geht, kann ich natürlich nicht sagen. Ich glaube, das ist sogar eine Alternative. Oh, Lunala, Solgan Leo und, wie heißt sie? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Lilly? Ich glaube Lilly. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob die was geht. Kannst du mal bitte fokussieren. Aber das Artwork ist auf jeden Fall wieder sehr schön. Ich würde gerne ein bisschen weiter hier hin fokussieren. So. Und zieht euch das einfach an, wie schön diese Karte ist. Ich glaube, das ist ein alternatives Artwork, oder? Müssen wir mal schauen. Es steht auch, glaube ich, nicht drauf, oder? 216 von 236. Falls jemand von euch günstig diese Hüllen aus den Top-Trainer-Boxen oder so abzugeben hat, also ich meine wirklich günstig, so für 2,50 Euro oder so, ungefähr, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich kaufe euch die gerne ab, weil ich mag die aus den Top-Trainer-Boxen, diese Hüllen, die mag ich echt gern. Und da würde ich meine Hodos halt gerne alle reinpacken. Also das einmal dazu gesagt, falls ihr die nicht nutzt oder auch nicht unbedingt zu viel Geld dafür haben wollt, sondern die an mich zum Beispiel für einen guten Preis abgeben würdet, für einen sehr guten Preis, dann würde ich die nehmen. Ne, hier wieder ein Code für euch und man kann sich ja gegenseitig immer unterstützen. Ne? Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch in Zukunft mal wieder ein Postfach eröffnen, dass ihr mir ein bisschen was zuschicken könnt oder ich euch dann was unterschreibe oder ähnliches, falls es mal in Zukunft irgendwie in Frage kommen sollte, bin ich dafür auf jeden Fall auch offen, weil das habe ich ja mit meinem Hauptkanal auch schon gehabt in der Vergangenheit, ein Postfach quasi. Bautz Quadamark in Reverse und eine Raichu in Rare. Normal. Rare. Kein Holo oder ähnliches. Okay. So. 4 Booster haben wir hier jetzt noch auf der linken Seite. Das heißt, gleich kommen wir zu den letzten 3 für dieses Video. Aber wir sind ja jetzt auch schon bei 27 Minuten. Deswegen werde ich jetzt gleich mal einen kurzen Cut machen. Nicht, dass die Aufnahme, obwohl eigentlich brauche ich keinen kurzen Cut machen. Handy lebt auch noch, ne? Das Video läuft auch noch. Kann sein, dass mein Handyspeicher halt voll wird. Muss ich darauf aufpassen. Ich habe zwar 128 GB, glaube ich, in meinem iPhone 7 Plus, was ich dafür benutze im Moment. Ich mir noch nicht eingesehen habe, mir ein neues Handy zu holen, weil das halt immer noch läuft. So, kommst du mal bitte raus, lieber Kartenstapel. Dankeschön dafür. So. Und die nächsten Karten schieben wir nach vorne. Und es ist eine Blatt, eine Pflanzenenergie. Aranestro, Zugenergie. Ich glaube, die könnte auch ein bisschen was gehen. Unbekanntes Fossil, Sankabu, Seemops,
Wombol, Bababouts, Paragoni, Macago, Reverse Rare und ein Snibuna in Normal Rare. Okidoki, dann das drittletzte Booster für dieses Video. Gebt uns Glück, dann machen wir doch einen Zweiteiler draus, weil macht keinen Sinn, das so mega lang zu machen hier. Beziehungsweise, klar, ihr könntet euch das natürlich lange angucken, aber gut, dann machen wir halt nächste Woche am Sonntag die nächsten 18 Booster. Ich meine, immerhin, wir haben heute 18 Booster ausgepackt, das ist schon eine Menge. Ich nenne das trotzdem Display Opening. Wir öffnen es zwar nicht in einem Video, wir öffnen es in zwei, aber das soll ja nicht großartig schlimm sein, oder? Ich hoffe, ihr feiert das trotzdem. Könnt ihr auch gerne auch in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, wie gesagt. Und dass wir das dann in Zukunft vielleicht sogar ein bisschen umgestalten. Wenn ihr euch das anders wünscht, dann können wir das gerne auch anders machen. Oh, ich habe den Stapel gerade gar nicht weggelegt von einem Booster. Ambidiffel, sowas. Enteron, Magnetilo, Yorklef, Knackleon, Sneebel, Seemobs. Als Reverse Rare haben wir einen Stalobor und dahinter haben wir einen Flambirex in Normal Rare. Okidoki, ich glaube, die Karten hier unten, die sieht man schon gar nicht mehr, weil das so viele Reverse Rares geworden sind. Alles klar. Und dann hätten wir hier das vorletzte Booster. Das vorletzte Booster. Das fühlt sich irgendwie ein bisschen voller an, wenn ich ehrlich bin. Das vorletzte B-Booster. Nehmen wir hier noch einen schönen Pull raus. Also das ist sogar Leo und Lunala GX, das habe ich so tatsächlich noch nicht in einem Video gesehen, meine ich. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass das eine Alternativ-Artwork-Karte ist, die es halt ja eher seltener gibt. Aber gut, schauen wir mal. Vielleicht ziehen wir ja sogar eine Rainbow aus diesem ja, Display. Wenn das dann das Glurak und so und so wäre, das wäre dann ja der absolute Hammer. Aber ich glaube, so viel Glück werden wir nicht haben, oder? So, kurz zur Seite. Wir nehmen wieder vier Stück. Und ich würde mal sagen, wir haben eine Feuerenergie. Ah, eine Wasserenergie. Ob das jetzt Glück bringt, man weiß es nicht. Oh, das schöne Rot- und Blau-Tag-Team. Ich würde gerne davon die Full-Art haben. Die ist nämlich richtig schön. Lilith, Pokopopo, Dracium, Z. Ich glaube, die geht auch ein paar Cent. Dann Lampi, Azurill, Geronimaz, Mirabla. Oh, schön, Smogon, die Trainer-Artwork. Oh, dahinter glitzert noch was. Was haben wir dahinter noch? Ein Lysadin GX. Okay, das ist ja eine Farbe, eher schlechte GX-Karte. Aber gut, auch die müssen verteilt werden. Wir haben hier eine davon bekommen. Nicht weiter schlimm. Dafür haben wir im gleichen Pack noch diese schöne Trainerkarte bekommen. Hm. Gut, die packen wir hierzu zu Mimikma. Alles klar. Dann kommen wir jetzt zu unserem allerletzten Booster aus diesem Päckchen hier. Es ist ein Turtok und Plinfar. Das ist doch vielleicht sogar ein gutes Zeichen. Bitte gib uns Glück. Bitte. Komm, gib uns noch mal einen schönen fetten Pull zum Abschluss dieses Videos. Das wäre doch wunderbar. So, packen wir es aus. Hier machen wir auch keine langen Fackeln. Ihr bekommt natürlich dann noch mal den Code zum Abschluss. Den gebe ich euch dann gerne einmal. Hier habt ihr, nutzt ihn, löst ihn ein. Dann habt ihr jetzt 5 Codes oder so bekommen von 18 Boostern. Ist okay. Und ich würde sagen, wir haben eine Blitz, eine Elektroenergie. Ja, wir haben wirklich eine. Geil. Ist das ein Glück? Ist das das Glück fürs letzte Pack? Wer weiß. Wir lagen auf jeden Fall diesmal richtig. Ein Absol, ein Flamara. Oh, schon mal schöne Karten. Roller Skaterin wieder. Ein Lampi. Azurill. Geronimaz. Ein Mirabla, ein Trasla, ein Paragoni Reverse Rare und dahinter haben wir noch ein Tromborg. Okay, jetzt könnte besser sein. Ich mache jetzt nochmal ein kleines Recap für euch. Ja, unsere Highlights, sage ich mal, die Rollerskaterin, Lursadin, Solgaleo und Lunala GX. Dann ein Turtok Plinfar, ein Leafeon GX, Smogon und Mimikma Trainerkarten, Full Arts, schöne Karten. Dann haben wir noch hier die zwei Wolverine und Bismarck Holos. Und noch einen Haufen Reverse und normale Rares. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ja? Lasst mal eure Kommentare da. War das gute Puls? Hattet ihr bessere Puls? Was würdet ihr noch in diesem Display erwarten? Was würdet ihr mir wünschen? Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The 30 is back, tell me I'm garbage, I'm going through.